Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero und die Priesterin des Schwarzen Wassers. Oh ja. Ren ist immer noch Babysitter und... Ah! Die große Frau. Die bespitzelnde Frau. Das war aber die große Frau, die ist gerade wieder abgehauen. Ich mag das nicht. Oh nein. Jawohl, viermal erwischt. Oh nein. Oh, geh weg. Jawohl. Wer ist das? Ist das Katsuya? Ah. Oh nein. Der hat nichts mehr. Oh, sehr gut, Vision. Oh Gott, ist das unheimlich. Der wurde so zusammengequetscht, dass er da reinpasst. Oh, ist das fies. Ist das fies. Der Tresen wurde sauber gemacht. Was ist das? Ich weiß gar nicht. Wo soll denn das sein? Ja, wo denn? Ach so, das ist was zum Fotografieren. Ah, alles klar. Da liegt wieder was zu lesen. Was ist es denn? Dieses Buch scheint von den Reliquiaren zu handeln. In den Reliquiaren. Die schwarzen Kisten auf dem Hikami-Berg waren mit Leben, Tod und Furcht gefüllt. In ihnen befanden sich Menschenopfer. Priesterinnen wurden auf diese Reliquiare gelegt, um die Einwohner zu schützen. Und, nee, in diese Reliquiare gelegt, um die Einwohner zu schützen und die Quelle der Schatten zu besänftigen. Diese Quelle der Schatten fungierte als Brücke in das Jenseits. Dem hiesigen Glauben nach existiert also unter dem Wasser, der Quelle allen Lebens, die Unterwelt. Das schwarze Wasser stammt aus diesem Reich der Toten und es bringt Unheil und Verderben überall dorthin mit sich, wo es fließt. Die Grenze zwischen dem Leben und dem Tod war an diesem Ort verschwommen. Die Priesterinnen nahmen den Überlieferungen zufolge die Erinnerungen derer in sich auf, die an diesem heiligen Ort ihrem Leben ein Ende bereiten wollten. So ähnelt diese Tradition dem Channeling, das in anderen Teilen des Landes betrieben wird. Das Teilen der Erinnerungen der Toten bedeutete, den Tod selbst mitzuerleben. Die Priesterinnen erhielten Visionen der Sterbenden und nahmen ihre Geheimnisse in sich auf, ehe sie in Reliquiaren eingeschlossen wurden. Sie wurden eins mit dem Wasser, um eine Verbindung mit denen aufzubauen, deren Visionen sie erblickten. Die Priesterinnen führten Menschen über das Wasser zu ihrem Tod. Auf dem Hikami-Berg wachten sie über den Tod, jedoch taten sie das auch, um die Lebenden zu schützen. Ich frag mich, was in den anderen Zimmern vor sich geht. Ich sollte die Überwachungskameras im Auge behalten. Schon wieder. Ich habe bald keine Filme mehr. Also ich habe noch 60er und die paar 90er. Und jetzt noch 3 14er. Das wird ein bisschen knapp. Lieber gleich die 60er. Eieieiei. Schauen wir weiter. Der Glaube, der auf dem Hikami-Berg praktiziert wurde, basierte auf den Priesterinnen des Schreins. Sie hüteten die Grenze zwischen den Welten.
Sie hatten zwei Aufgaben. Die eine war, die Tode derer, die zum Hikami-Berg pilgerten, zu überwachen. Und die zweite Aufgabe... Ja, ich find's grausam. Ich würde mich niemals als Menschenopfer anbieten wollen. Das ist doch keine Ehre, das ist einfach doof. So sehe ich das. Oh nein. Oh nein, jetzt kommen nur noch Bildstörungen. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Da ist irgendwas im Busch. Etwas Mächtiges hält die Tür verschlossen? Was? Also die Tür... Oh, alle Türen sind verschlossen, sehe ich gerade. Bis auf die jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich bin eben schon ein bisschen zusammengezuckt. Ich dachte, da steht was. Oh je, jetzt... Was? Ist... Wie viele? Oh, die laden wieder ewig nach, diese blöden Filme. Ich hab die Kamera auch nicht geskillt. Ah. Oh, da waren eben alle. Eine habe ich schon mal, oder? Oh Gott. Ja, das war gut. Die ollen Zippen, habe ich alle? Ja. Hab alle erwischt. Ja, es geht. Die hatten nicht sehr viel Lebensenergie. Also wenn die jetzt alle volle Leben hätten wie sonst immer, dann wäre es richtig, richtig mies geworden für mich. Hier scheint aber alles gut zu sein bei euch. Soll ich zu Hisoka nochmal? Ich gehe mal zu Hisoka. Oh, da liegt ja schon wieder was. Ein altes Buch liegt auf dem Boden. Ich kann das Wort Geisterhochzeit darauf erkennen. Beim Autor scheint es sich um den Volkskundler Keiji Watarai zu handeln. Geisterbräute. Priesterinnen durchleben einen endlosen Kreis von Leben und Tod in den Särgen und verschmelzen langsam mit dem Wasser. Zum Schutz des Berges müssen sie den Schmerz und das Leid ganz alleine tragen, bis sie an ihre Grenzen kommen. Jedoch gibt es eine bestimmte Zeremonie, mit der die Qualen der Seelen dieser Priesterinnen gelindert werden können. Zugleich wird so auch ihr Dasein als Stütze verlängert. Hierbei handelt es sich um die Geisterhochzeit. Lebendige Männer werden zum Berg gebracht, um die leidenden Priesterinnen zu heiraten. Sie wählen ihre Priesterin aus und geben sich dann gegenseitig ihr Eheversprechen. Man sagt, dass sie im Moment der Vereinigung beider Seelen die Seele der Priesterin in diese Welt zurückkehrt. Danach wird sie zusammen mit ihrem Bräutigam in ihren Sarg zurückgelegt, damit sie weiterhin ihre Pflicht als Schutzwall zwischen den beiden Welten nachgehen kann. Die Priesterin bleibt allein, bis sie an eine Geisterhochzeit gebunden wird. Doch muss sie zunächst darauf warten, gewählt zu werden. Dieses Ritual beschwört Gefühle herauf, die die Grenzen zwischen Leben und Tod überwinden. Vielleicht ist es sogar tief im Glauben dieser Region verwurzelt, dass die Einwohner sich vor der Natur fürchten und sie zugleich anbeten. Ich frag mich, was in den anderen Zimmern vor sich geht. Ja, ja. Aber ich meine, Kate... Oh nein. Vor einem Spiegel. Aber Katsuya hat das doch nicht freiwillig gemacht.
Ich meine, Katsuya sagte, er hatte keine Wahl. Es war wie so ein Drang, sich mit dieser Frau zu verheiraten. Ah, Mann. Also wenn das nicht auf freiwilliger Basis geschieht, dann finde ich das ein ganz schönes Unding. Oh je, oh je. Also hoffentlich reichen meine Filme noch. Wie lange geht das hier denn noch? Oh je. Ach du Elend, die Braut. Oh, jetzt aber schnell hinterher. Was macht die da in der Abstellkammer? Ich war schon einmal hier. Hier werden die Geisterhochzeiten abgehalten. Hä? Warum? Ich meine, hä? Warum bin ich jetzt auf einmal hier? Das ist doch... Es wurde gar nicht erklärt, warum ich jetzt auf einmal hier gelandet bin. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich verstehe es nicht. Hier war letztes Mal Rui drin, als Braut verkleidet. Guck mal, das sind sie alle. Mann. Renne vor den wahren Grund für die Rituale auf dem Hikami-Berg. Der Berg fungiert als Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Er diente als Ort, an dem die Seelen der Besucher in das Wasser zurückkehrten, dem sie auch entstammten. Priesterinnen nahmen die Erinnerungen der Toten in sich auf. Sobald sie jedoch keine mehr ertragen konnten, wurden sie in Reliquiaren geopfert. Geisterhochzeiten sollten die Seelen der Geopferten trösten und stärken. Verheiratete Paare wurden in die Finsternis geworfen, die in das Jenseits führt. Das Wasser verbindet alles. Oh, das ist ein grausames Schicksal, finde ich. S plus? Bitte was? Ja. Es geht wohl immer an den Score. Also je mehr ich übrig habe, desto besser, oder wie? Ja, verstehe ich jetzt. Naja. Also je mehr Filme ich geballert habe, desto schlechter war es ja im Endeffekt. Jetzt echt, ja? Letzter Tropfen? Och, schade. Ich bin erst bei Episode 53%. Naja. Sehr, sehr schade. Letzter Tropfen, Yuri Kotsukata. Yuri, Mio und Ren begeben sich zum Berg, um dem ganzen Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Sie haben alle ihre eigenen Gründe, warum sie diesem Lockruf folgen. Ein dichter Nebel fällt auf den Berg, als ob er sie selbst aufhalten wollte. Ja, komm, dann... Schade. Sehr, sehr schade. Letzter Tropfen, Braut des schwarzen Wassers. Als das Glühen der dunklen Sonne verschwindet, kommen die schlafenden Mädchen wieder zu sich. Der Berg ruft unsere drei Protagonistinnen zu sich. Ihre jeweiligen Mysterien warten darauf, gelöst zu werden. Och, schade. Ich will doch nicht, dass es vorbei ist, Leute. Aber andererseits, es muss ja auch zu einem Ende kommen, dass wir vielleicht jetzt endlich mal erfahren, wie das Ganze ausgeht.
Wir sind noch im Haus. Die Tür ist offen. Der Schreiner am Wasser, er ruft mich zu sich. Er erwartet mich. Ich muss gehen. Oh, das ist mein Tagebuch. Der Arzt im Krankenhaus hat mir geraten, dass ich mir eins zulegen soll. Ich soll meine Gedanken, Träume und die Dinge, die ich sehen oder hören kann, darin festhalten, damit ich sie mir später nochmal in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen kann. Trotzdem hat er mir am Ende noch immer nicht geglaubt. Juris Notizbuch Nummer 4. Ich träumte von einer Priesterin, davon selbst eine Priesterin zu werden. Sie entfernte ihre Augenbinde und blickte auf einen sterbenden Mann. Sie verdeckte ihre Augen und weinte. Ich habe nicht geweint. Ich weinte nicht einmal, als Hisoka mich vor meinem Sprung in die Tiefe gerettet hatte. Hisoka hatte jedoch geweint. Ich frage mich, wann ich wohl das letzte Mal geweint habe. Als Kind trieb mir der Sonnenuntergang Tränen in die Augen. Wenn ich jedoch jetzt einen Sonnenuntergang sehe, starre ich ihn gefesselt an. Dabei fühle ich mich, als würde ich dahin schmelzen, als würde ich auf die andere Seite gelockt werden. Ach, immer dieses Schmelzen, das ist... Wo muss ich denn jetzt hin? Juri, Ren und Mio stellen sich ihrem Schicksal. Ja, das wisst ihr nicht, das steht jetzt nämlich nicht auf dem Bildschirm, sondern nur bei mir auf der Maut. Ich zeig's mal kurz auf der Karte. Ach doch, da sieht man's ja, guck. Juri, Ren und Mio stellen sich ihrem Schicksal. Achso, warte mal, die Kamera, soll ich die vielleicht noch ein bisschen aufrüsten? Ich weiß nicht, aber ich befürchte, oder beziehungsweise ich kann mir denken, dass mit Ren noch was kommt, deswegen lasse ich's mal. Weil wenn Ren dann noch einen schweren Kampf zu bestreiten hat und ich habe keine Punkte mehr zum Aufrüsten, das wäre ziemlich ätzend. Und ich meine, mit Juri habe ich die Kamera schon so weit, dass ich das Maximum an Schaden anrichte zumindest, das ist ja schon mal was. Ein Buch über eine alte Legende. Es scheint vom Volkskundler Keiji Watarai geschrieben worden zu sein. Sagen der Quelle der Schatten. Auf dem Hikami-Berg pflegt man zu sagen, die Quelle der Schatten ist hier, doch ist sie auf der anderen Seite. Ein seltsames Sprichwort. Die Bedeutung liegt wohl darin, dass die Quelle zugleich in dieser Welt und in einer anderen ist. Das schwarze Wasser entspringt der Quelle der Schatten und in ihr selbst liegt die Unterwelt. Jahrhundertelang haben die Priesterinnen die Quelle der Schatten beschützt, da man glaubte, dass es sich dabei um eine Art Tor zwischen den Welten handelte. Es gibt unzählige Geschichten solcher Tore. Ob es wohl überall im Land Leute gibt, die solche Tore beschützen, wie es die Einwohner des Hikami-Bergs mit dem Ertränken von Priesterinnen taten? Vielleicht war Ose Kurosawa die letzte unsterbliche Blume, ja, eine solche Opfergabe. Ja, das war jetzt falsch betont, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint war. Ose Kurosawa. Was? Achso, jetzt, ja, zu den Quellen von, ja. Ist schon gut, ihr wisst, wo es hingeht. Auf den Hikami-Berg, wo sonst? Bestimmt nicht zum Shoppen oder so. Oder mal eben an die Tanke.
Oh Mann. Wie wird's ausgehen? Ich weiß leider schon, dass es mehrere Enten gibt und ich weiß auch, wie ich eins der Enten erreiche. Und ich will jetzt nicht sagen, wer es mir gesagt hat. Ist ja auch nicht so schlimm. Also, es gibt mehrere Enten. Es gibt für jeden Charakter eins. Und deswegen, ich werde alle zeigen. Seid euch dessen gewiss. Aber dieses Mal ist Schluss. Ich danke sehr fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Nächstes Mal zu Project Zero und die Maid des Schwarzen Wassers. Oder Priesterin.